internationale Wirtschaftslage ist ja so, gerade auch in Bezug auf Papier, dass hier Kapazitätsanpassungen. Unser Hauptziel ist natürlich, mit so wenig möglichen betriebsbedingten Kündigungen auszukommen wie möglich, nach möglichst sogar zu vermeiden. Und dafür wird es einen Mehrstufenplan geben, den Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertreter miteinander arbeiten. Und darum wollen wir arbeiten, die nächsten. Denn oft haben Mitarbeiter ja den Eindruck, dass wir hier kalte Entscheidungen treffen. Das ist nicht der Fall. Wir überlegen uns das sehr genau. Ich denke, mir war heute wichtig, auch mit dem Herrn Faber ausreichend Zeit zu verbringen, damit ich die Stimmungslage im Werk aufnehmen kann. Dienstag, 2.4., schwärzester Tag in der Papierfabrik in Plattling. Die Stimmung ist katastrophal. Totenstimmung, können wir es nicht nachvollziehen. 160 Mitarbeiter. Eine Riesenanzahl, unverständlich. Wir hoffen und wir nehmen Herrn Schauer beim Wort, um betriebsbedingte Kündigungen zu vermeiden. Die ist an anderen Standen in Augsburg, in Nordland, hat man das so umgesetzt und hat man keine betriebsbedingten Kündigungen gehabt. Und hinter jeder Stelle stehen Menschen und hinter jedem Mensch steht eine Familie und Schicksale. Und deswegen kann ich das nicht verstehen. Es ist so, dass die letzten 10 Jahre ja der Papierabsatz um ein Drittel zurückgegangen ist, dass hier deutlich die Kapazitäten auch international abgebaut werden. Jedes Jahr wird 5% weniger Papier verbraucht und das schlägt sich natürlich dann auch in den Kapazitäten, in den Maschinen nieder und am Ende in den Arbeitsplätzen. Also die müssen hier restrukturieren, die müssen Kapazitäten abbauen, um den Rest stabilisieren zu können. Und es geht ja darum, dass die noch verbliebenen Arbeitsplätze damit zukunftssicher sind und nicht am Ende alles gefährdet. Auch in jeder Form an das Unternehmen, hier engstens mit der Gewerkschaft, mit dem Betriebsrat abgestimmt, einen Weg zu finden, dass betriebsbedingte Kündigungen vermieden werden können, dass die Menschen sozialverträglich rausgehen, die raus müssen am Ende. Und wir hoffen, dass der lokale